Hallo, dann auch mal wieder, liebe Schläferts Schicksalsgemeinschaft. Enchanté, verehrte, furchtlose Fatalfilmverkoster und geschätzte Scheißstreifen-Sommeliers. Heute kredenzen ihr kluger Kellermeister Kalkofe und sein Kopfmaroder, mutmaßlich mal wieder massiv missgelaunter Kelterknecht Rütten, der wohl nie kapieren wird, dass ich hier die Begrüßung mache, Ihnen etwas ganz Besonderes aus unserem Schläferz-Klimaschrank. Wir entkorken für Sie einen wahren Königstropfen. So. Quasi den Chateau Lafitte unter den köstlich clownesken Kicherkomödien des nachkriegsdeutschen Filmanbaus. Eine brüllkomische Ballaballa-Buddy-Burleske aus der bumsbunten 70er-Jahre-Bubenstreicherei. Und zwar, voilà, wenn die tollen Tanten kommen, na, ist das was, hm? Sag mal, bist du jetzt völlig? Bedient, ja. Da hockst du dich hier tatsächlich mit einer beklebten Pulle billiger Moselschlotze hin, um den Schwachstreifen geheimnisvoll anzuteasern. Dabei hängt hier hinter uns das dämliche Filmplakat. Ich hab dich immer gewarnt, Olli, ich hab dich immer gewarnt, wirklich sehr, sehr oft. Lass die Scheiße, hab ich gesagt. Ja, wie? Lass die Scheiße? Ich hab doch nur moderiert, eben, Mensch. Eben, tausendmal hab ich gesagt, hör auf mit diesem oberpfiffigen Onkel-Kerner-Einleitungsgeseier und deinen tutig-drögen, piefpimmeligen Inszenierungen. Wir sind doch hier nicht bei ARD-Buffet. Oh, ja, ja, also, sag mal, ist doch nicht zu fassen. Und deswegen machst du mir den Schrittklatsch nass, oder was? Ja, ich musste da mal ein Exempel setzen. Auch für die Zuschauer. Ich setz dir gleich mal ein Exempel in die Fresse, weißt du? Aufgepasst, die Zuschauer möchten beim Betreten einer Sendung viel lieber von einem hellwachen, universell gebildeten, juvenil charmanten, höflich kultivierten Gastgeber empfangen werden, als von einem dösigen, alten, universell ungebildeten, gargamelig, kacklaunigen Kotzkopf. Ja, deshalb sage ich ja, ich sollte hier ganz dringend die Begrüßung übernehmen. Jedes Mal. Schön, dass du es endlich doch noch einsiehst. Ich ignoriere dich noch nicht mal mehr. Das kostet nur unnötig Energie. Ne? Und die, liebe Zuschauer, möchte ich jetzt viel lieber darauf anwenden, Ihnen Lust zu machen. Lust auf, wenn die tollen Tanten kommen. Das ist nämlich keiner der hier üblichen sackdoofen Superhelden, brummblöden Barbaren oder mumpitzigen Monster-Movies. Sekunde. Bevor du die Leute wieder mit deinen fotzfrechen, frei erfundenen Kalkofe-Kappes-Behauptungen verbal teilanästhesierst, wenn die toten Tanten kommen, ist eindeutig dem Genre Monsterfilm zuzuordnen. Achtung, da spielen Ilja Richter, Rudi Carrell, Chris Roberts, Christian Anders, Graham Bonney und Hubert von Meiering mit. Kein Witz. Also bitte, ja. Tja, liebe Zuschauer, da sind wir doch leider wieder von dem brabbelnden Ding mit dem Wirsinghirn unterbrochen worden, was? Macht nichts. Zurück zu unserer zauberhaften Zelluloid-Zwerchfellmassage Deluxe. Der umtriebige Tantenregisseur Franz Josef Gottlieb war... Der Tuntenregisseur trifft es ja wohl besser, ne? War nun vielleicht nicht direkt ein Billy Wilder, aber seine unzähligen, temporeichen Travestiepossen werden von Experten nicht nur etwa mit Charlies Tante, sondern häufig sogar mit Wilders meisterhaftem Komödienklassiker Manche mögen's heiß verglichen. Und der Lava-Alarm! Lava-Alarm! Lügenwarnung! 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 Das Ding her! Ich lass mich hier nicht länger von dir schikanieren, verdammt nochmal! Du hast meinen Lügenwarner kaputt gemacht. Ja, natürlich habe ich einen beschissenen Lügenwarner kaputt gemacht. Mach dir gleich noch ganz andere Sachen kaputt, wenn du jetzt nicht kooperierst. Verstanden? Das ist ja eine Katastrophe heute. Brauchst ja 24-Stunden-Betreuung. Mensch, wir wollten uns hier bei Schläferz ursprünglich mal ergänzen und nicht bekämpfen. Okay, hast recht. Sorry, Olli.
Was, ich hatte mir heute einfach auch gerade für die Zuschauer vorgenommen, deiner verlogenen Vorfreude und deiner schmierig-schamlosen Scheißstreifenschwärmerei bei fast jedem Film, den wir hier präsentieren, konsequent mal Einhalt zu gebieten. Ja, ich verstehe das ja, aber jetzt siehst du schon ein, wie vollkommen sinnlos das ist, nicht wahr? Weil wir doch am Anfang immer gar keine andere Wahl haben, als den belichteten Dummdreck gemeinsam zum grandiosen Großereignis hochzuquatschen. Nur wenn wir die Zuschauer vorher ganz bewusst täuschen, haben wir doch überhaupt welche, Peter. Naja, logisch. Das Schläferts Dilemma. Okay, dann lass es uns jetzt durchziehen. Eine Frage, Olli. Ist es eigentlich richtig, dass, wenn die tollen Tanten kommen, von vielen Kritikern und Kinokennern oft als das deutsche Manche mögen's heiß bezeichnet wird? Ja, Donnerwetter, mein lieber Peter. Das ist ja absolut richtig. Super Info. Danke für die Blumen, Oliver. Und sag, Old Chap, trifft es denn auch zu, dass die nachfolgenden Tantenteile von 1971, also Tante Trude aus Buxtehude und die tollen Tanten schlagen zu, auch wieder jeweils von F.J. Gottliebs Regiegenie profitiert haben und sich mit dem ersten Teil, den wir gleich alle gemeinsam genießen dürfen, zu einer fulminanten Tantentrilogie verschmelzen, in der die ureigene, typisch deutsche Lustigkeit gänzlich ungeahnte Blüten treibt? Mein lieber Schwan, besser hätte ich diese Frage an mich ja selbst gar nicht stellen können. Die Antwort heißt natürlich ja. Alle drei Filme sind nämlich mit den Giga-Gag-Granaten und Gacker-Garanten Rudi und Ilja besetzt. Also dieses grande Duo Comico beweist noch jedes Mal, dass Talent und Timing im heiteren Fach untrennbare Geschwister sind. Klasse, ja. Klasse. Und haben uns drei dieser Talentkomatösen, also I. Richter, C. Roberts und G. Bonny, hier nicht schon im Sommer bei Musik, da wackelt die Penne, mit ganz vielen Gags und ganz viel Gesang im Sekundentakt die kalte Schockkotze hochkommen lassen? Tja. Schade, Peter, ne? Du warst bei fast 100%. Du warst komplett auf Linie. Du warst so zielführend unterwegs und jetzt reißt du mit dem Hintern wieder ein, was wir uns gerade mühsam aufgebaut hatten. Oh Mann, ey. Schade. Ich kann das alles nicht. Diese gezielte Irreführung. Ich bin einfach nicht so gut wie du. Ich breche immer ein. Ich lerne es nie, Olli. Ehrlich. Na, mein Junge, das ist ja auch alles kein Pappenstiel hier, ne? Pass auf, ich gebe dir noch eine 54. Chance, okay? Gut. Achtung. War dir eigentlich bekannt, dass, wenn die tollen Tanten kommen, erstens hauptsächlich im wunderschönen Schlosshotel am Wörthersee spielt, zweitens im Kino 3 Millionen Zuschauer hatte und damit auch heute noch auf Platz 73 der erfolgreichsten deutschen Filme seit 1966 steht? Nein! Also diese Info ist ja eine schallende Ohrfeige ins Gesicht all jener spaßimpotenten Defetisten, die der Meinung sind, dass der deutsche Mainstream-Jux-Konsument immer schon einen unheilbaren Kackgeschmack hatte, von Generation zu Generation weitervererbt. Von frühen Ilja Richter-Fans zu Erkan und Stefan-Fans, über Mario Barth-Fans bis hin zu den geistig insolventen Freshdorge- und Arschlochi-Fans aus der gegenwärtigen werbemonetarisierten YouTuber-Kinderklapse. Also, tja, Und? Chance genutzt? Du, lassen wir das jetzt mal einfach, ne? Was hast du denn uns heute so zu trinken anzubieten, während die tollen Tanten hier gleich ausgiebig kommen? Trinken? Ah, richtig. Das Olli K. ist ein der Ilja Richter und sein Henker. Nee, das akzeptiere ich nicht. Dürrenmatt als Cocktailmuse. Du tickst doch nicht ganz richtig. Kennt doch in der werberelevanten Zielgruppe keine Sau mehr von den Doofen da. Ja, ich arbeite ja auch nicht für irgendwelche dahergelaufenen 14,5 bis 49 Dreivierteljährigen. Ich arbeite hier für aufrechte Schläferz-Zuschauer. Aber gut. Wie wär's mit I'm just a sweet transvestite am Wörthersee? Super, nehme ich sofort, schon aus Angst vor weiteren Vorschlägen. Und wann juxen wir uns die feuchten Transvestiten jeweils ins Laufwerk? Na, ich sag mal, immer dann, wenn im Film das allgemein vorherrschende Frauenbild der 70er Jahre durch einen chauvinistisch-sexistischen Jokus oder auch durch plumpe Übergriffigkeiten besonders beredt belegt wird. Wunderbar! Liebe Zuschauer, dann bleibt mir nur zu sagen, erheben Sie jetzt bitte präventiv Ihre
I'm just a sweet transvestite am Wörthersees und gehen Sie in Deckung. Rudi C. und Ilja R., die zwei Lachkanonen vom Dienst, haben durchgeladen und werden gleich aus allen Rohren feuern. Aber keine Sorge, ihre Munition besteht lediglich aus Scherz, Schabernack und Schelmerei. In diesem Sinne kippe ich jetzt noch schnell meinem alten Buddy Peter R. den ersten Drink in den Schritt. Ach, fickende Hölle. Aber was soll das? Oh nee, warum? Weißt du selber am besten. Oh. Ja, liebe Zuschauer, ich denke, er weiß es, fickende Hölle, nochmal selber am besten. Apropos am besten. Oh, ich höre Männer in Damenschuhen nahen. Oh. Türen auf für die tollen Tanten. Kalko, ey, du bist echt so eine nachtragende, rachsüchtige Bitch, du. Lauter verrückte Leute. Kaufen Sie nun die Hollywood-Schaukel, mein Herr? Kaufen? Wieso? Aber Sie sitzen doch schon seit einer Stunde drin. Ach, schon so lange? Sie kaufen also nicht. Vorhin haben Sie doch gesagt, ich möchte die Schaukel ausprobieren. Und ich habe sie ausprobiert. Wiedersehen. Köpple. Deckenbauer. Per Müller. Das Betreten des Rasens ist verboten. Darum verlasse ich ihn auch. Oder ist das vielleicht auch verboten? Nein, das nicht, aber also. Oh, Moment mal. Hallo, Sie, Herr Nachbar. Sie glauben vielleicht, ich bin da ein bisschen Dienst da. Aber Sie können denn nicht den Rasen gar nicht verlassen haben, wenn Sie ihn nicht betreten haben. 5 Mark. Ich darf Ihnen versichern, dass ich keine 5 Mark bezahlen werde. Oh, Sie werden sogar noch mehr bezahlen, weil nämlich hier das Parken verboten ist. Hier, bitte, da, schauen Sie mal. Da, was sagen Sie jetzt? Wetten, dass ich auch dafür nichts bezahle? Was wollen Sie? Wetten wollen Sie? Herr Wachmeister, wollen Sie immer noch wetten? Ja, warum nicht? Sagen wir um 10 Mark. 10 Mark, einverstanden. Das wird Sie noch viel mehr kosten. Nein, Sie brauchen sich keine Mühe zu machen. Keine Amtshandlungsbeeinflussung. Sie werden zahlen. Sie werden lachen. Der Wagen gehört mir überhaupt nicht. Was? Und da lassen Sie mich schreiben, wo ich so schwer schreibe? Nicht wegschmeißen. Das kostet vielleicht auch Geld. Tschüss. Geld. Ich kriege noch 5 Mark von Ihnen. Im Gegenteil, ich kriege noch Geld von Ihnen. Bitte wie? 10 Mark für die Wette. Ja. Ziehen Sie 5 Mark ab. Fürs Rasen betreten, bleibt immer noch 5 Mark für mich. Na hier, bitte, behalten Sie die und bringen Sie die zur Bank und lassen Sie die 2000 Jahre stehen. Ja. Da haben Sie nach 2000 Jahren 555.555 D-Mark. 555, ui. Land der Sonne, der Orangen, der Stierkämpfe und der Senoritas. Also da kann ich nur sagen, ole, ole. Mir brauchen Sie keine Spanienreise einzureden, Herr Förster. Ich bin keine Kundschaft.
Leider, Fräulein Eva, leider. Sehen Sie mal, Sie wissen doch ganz genau, wie gern ich zusammen mit Ihnen mal überprüft hätte, ob das auch alles wahr ist, was in den Prospekten über Spanien steht. Was Sie und Ihr charmanter Freund unter Überprüfen verstehen, kann ich mir leider allzu gut vorstellen. Na, dann haben Sie aber eine schmutzige Fantasie, Fräulein Eva. Es gibt eben noch anständige Mädchen. Tja, ich frag mich bloß, wozu? Hoffentlich haben Sie jetzt die richtige Reisebegleitung. Zwei Bienen aus einem Superbienenstock. Fräulein Eva! Mein liebes Fräulein Eva! Mein ganz besonders liebes Fräulein Eva! Eva! Fräulein Eva! Mein ganz besonders liebes Fräulein Eva! Ja, das kenne ich, dann ist der Alte auf 180. Mein liebes Fräulein Eva, erklären Sie mir gefälligst, wie das da passieren konnte. Ich weiß nicht, was Sie... Sie wissen nicht, Sie wissen nie etwas. Warum wissen Sie nie etwas? Weil Sie mir nicht gesagt haben, worum es sich handelt. Ich Ihnen? Ach so, hier, das, ja, bitte. Vier Whisky doppelt? Nicht das, das! Nehmen mit Bedauern zur Kenntnis, dass Sie den Vertrag mit uns nicht mehr erneuern wollen. Warum wollen wir den Vertrag mit Ihnen nicht mehr erneuern? Ich weiß nicht... Sie wissen nichts? Sie wissen schon wieder nichts. Ich weiß nicht, welcher Vertrag. Den Vertrag mit dem Schlosshotel in Velden am Wörthersee. Ach so. Was heißt ach so? Ach so, ach so? Ich frage Sie hiermit, was ach so heißt. Ach so heißt, dass Sie mich nicht anschreien sollen. Na, wen denn? Herrn Förster. Da will ich ihn anschreien. Nein. Warum nicht? Weil er seit 2 Minuten im Urlaub ist. Glaubt er? Ha! Ha! Das habe ich kommen sehen. Passen Sie doch auf! Herr Storz, ich bin bereits im Urlaub. So, wissen Sie, was Sie sind? Sie sind bereits entlassen. Warum? Wegen des Schlosshotelvertrags in Velden am Wörthersee. Ach du liebe Zeit. Ja, ausgerechnet das Schlosshotel in Velden. Seit Jahren exklusiv, nur aber exklusiv. Wissen Sie, wie scharf die anderen Reisebüros auf das Schlosshotel sind? Ich weiß es. Ja, denken Sie nur an das Reisebüro Himmelreich. Ich denke an das Reisebüro Himmelreich. Sie sollen aber nicht an die Konkurrenz denken! Ich denke nicht an die Konkurrenz. An was denken Sie überhaupt? Na, mein Gott, ich denke, ich werde sofort... Sofort ist schon zu spät. Telegrafieren, telefonieren, anrufen. Ach, so ist ja dasselbe. Sie werden weder noch. Sie werden an den Wörthersee fahren und den Vertrag in Ordnung bringen. Fahren? Ja, oder Sie fliegen. An den Wörthersee? Nein! Raus! Du meine Güte. Was wird denn Rudi dazu sagen? Das tut mir jetzt aber leid. Ich hätte die Sache mit dem Vertrag ja auf mich nehmen können. Das finde ich aber nett von Ihnen. Aber schließlich habe ich ja die Sache verbummfiedelt. Nehmen Sie es nicht so tragisch. Am Wörthersee ist es mindestens genauso schön wie in Spanien. Grandiose Berge, ein prachtvoller See. Mir brauchen Sie den Wörthersee nicht einzureden. Ich bin keine Kundschaft. Es wird Ihnen trotzdem gefallen. Mir schon, aber den Bienen. Von welchen Bienen sprichst du? Ihren Bienen, mit denen Sie nach Spanien fahren wollten. Tja, weißt du, wir fahren nämlich gar nicht nach Spanien. Nein? Nein. Das trifft sich wunderbar. Die Bienen haben sowieso abgesagt. Ah ja? Ja, ich muss nämlich an den Wörthersee. An den Wörthersee? Ja. Ist gut, ich hab ja sowieso was gegen die Hitze in Spanien. Ah ja? Na, dann ist ja alles in bester Ordnung. Also los, los, los. Ich muss noch heute Abend am Wörthersee sein. Das schaffst du nie. Wieso nicht? Weil du dich verfahren wirst. Ich werde mich nicht verfahren. Du wirst. Nein! Doch. Mensch, Meier, hab ich heute wieder Chancen. Mir gefällt der jede, sogar der Blöde. Mensch, Meier, bin ich kein Casanova. Doch will mir keiner glauben, dass alle nach mir schauen. Mein Vater war ein braver und solider Mann. Und darum frag ich mich, woher das kommen kann. Mein Temperament so groß, woher hab ich das bloß? Denn wo ich geh und steh, geht das Theater los. Mensch, Meier, hab ich heute wieder Chancen. Mir gefällt der jede, sogar der Blöde. Mensch, Meier, bin ich kein Casanova. Doch will mir keiner glauben, dass alle nach mir schauen. Mein Freund und ich, wir waren auf der Reeperbahn. Ich in der Lederhose, er den Smoking an. Er hat geglaubt, dass nun die Frauen auf ihn stehen. Doch alle hatten es auf mich nur abgesehen. Mensch, Meier, hab ich heute wieder Chancen. Mir gefällt der jede, sogar der Blöde. Mensch, Meier, bin ich ein Casanova. Doch will jetzt keiner glauben, dass alle nach mir schauen. Die Düssel.
Düsseldorfer Köhn bin ich entlang spaziert. Mich haben die Düsseldorferinnen interessiert. Mein Drachenlook so schön, der war was Neues hier. Ich hab sofort gemerkt, die sind verrückt nach mir. Mensch, Meier, hab ich heute wieder Chancen. Mir gefällt der jede, sogar der Blöde. Mensch, Meier, bin ich ein Casanova. Doch will mir keiner glauben, dass alle nach mir schauen. Ich war im Hofbräuhaus und trink mein viertes Bier. Ein ganzes Mädchenpensionat sitzt neben mir. Ich sah die ganze Zeit nach mir die Köpfe drehen. Ich glaub, die hatten alle noch kein Mannsbild gesehen. Mensch, Meier, hab ich heut wieder Chancen. Mir gefällt der jede, sogar der Blöde. Mensch, Meier, bin ich ein Casanova. Doch will mir keiner glauben, dass alle nach mir schauen. Mensch, Meier, hab ich heut wieder Chancen. Mir gefällt der jede, sogar der Blöde. Mensch, Meier, bin ich ein Casanova. Doch will mir keiner glauben, dass alle nach mir schauen. Wow, wie spät ist es? Es ist genau... Uri! Uri! Sag mal, wo bist du denn, Rudi? Unterwegs. Hä? Aber mir scheint, wir haben uns verfahren. Hab ich dir doch gesagt. Also komm, wir müssen jetzt weiter. Oh, warte. Was ist er denn? Ah? Nicht. Da vielleicht. Rudi! Mein Wagen ist gestohlen worden! Gestohlen, hörst du? Großartig. Mir war dieses Auto schon immer unsympathisch. Begreifst du denn nicht, mein Wagen ist gestohlen worden? Bin ich versichert? Na ja. Na also, was machst du dir da Sorgen? Naja. Nein, ich muss doch an den Wörthersee, das weißt du doch schnellstens. Der alte Sturz, der schmeißt mich doch glatt raus. Na, was machen wir denn jetzt? Der Wagen ist weg, der Pass ist weg, das Geld. Nimm Urlaub vom Auto, fahr mit der Bahn. Fahren Sie doch bitte zur Seite. Kennzeichen aufschreiben, MPA 152. MPA 152. Kate Koschi, Zugdenker.
der wäre der Richtige. Du meinst, das Hotel wäre das Richtige. Der gefällt dir nur deshalb nicht, weil du total unmusikalisch bist. Aber dafür gefällt mir das Hotel. Was ist denn das schon wieder? Wie oft habe ich gesagt, Gepäck nur durch die Hintertür? Ich wollte nur... Besoffen bist du auch schon wieder. Ja, aber woran sehen Sie denn das? Ich sehe es nicht, ich rieche es. Na, das sind ja mindestens 2 Promille gegen den Wind. Ja, ich bin Ruhe. Ja nur... Wenn du noch ein Glas trinkst, siehst du doppelt. Bitte, entschuldigen Sie, aber ich möchte gern... Ruhe! Bitte, Sie wissen doch gar nicht, was ich will. Ich weiß genau, was Sie wollen. Sie wollen ein Zimmer. Wir haben aber kein Zimmer. Beziehungsweise haben wir kein freies Zimmer. Und mit einem Zimmer, das nicht frei ist, können Sie auch nichts anfangen. Also, Ruhe! Was ist denn? Das ist schrecklich. Nichts ist schlimmer als ein Hotel, das gut geht. Wieso? Wieso? In einem Hotel, das gut geht, sind auch Gäste. Und Gäste sind Sargnägel und dafür braucht man einen Hammer. Das heißt, dafür braucht man Personal. Ich wollte mich Ihnen gerade als Hammer anbieten. Ja, Sie suchen eine Stellung? Ja, wir... Wunderbar, wir brauchen nämlich eine Telefonistin. Ja, telefonieren? Aber das spielt doch keine Rolle, wir sind doch ein Luxushotel. Ja, pardon. Hallo, hallo! Das ist der zweitgrößte Trottel! Was kann ich für Sie tun? Sie brauchen eine Telefonistin? Ah ja, die brauchen wir sogar sehr dringend. So, das wäre erledigt. Also, eigentlich sollten Sie ja laut Chef singen können. Aber bitte in der Not frisst der Teufel fliegen. Sie sind als Telefonistin engagiert. Fabelhaft haben Sie das gemacht, Herr Pauli. Ja, ich weiß. Kommen Sie, ich zeige Ihnen die Telefonzentrale. Will! Herr Pauli! Herr Pauli! Was? Was ist denn schon wieder? Sie haben da recht. Ich sehe doppelt. Aber was, Depp? Eva! Fräulein Eva! Mein liebes Fräulein Eva! Augenblick, ich glaube, der Chef will... Zu dem will ich ja gerade. Ja, mein liebes Fräulein Eva! Wo ist die Telefonnummer des Schlosshotels in Velden am Wörthersee? Im Telefonbuch. Im Telefonbuch? Ach so, ja, natürlich im Telefonbuch. Ja, bitte verbinden Sie mich, mein liebes Fräulein Eva. Wo ist sie denn? Ich muss wissen, was unser lieber Herr Förster erreicht hat. Hier Schlosshotel Velden. Wen wollen Sie sprechen? Herrn Förster, Augenblick. Förster. Kein Förster. Bedauere, bei uns wohnt kein Förster. Förster wie Silberwald. Ja, ohne Wald natürlich. Also, Fräulein, nun hören Sie mal gut zu und nehmen Sie Vernunft an. Hier spricht Reisebüro. Reisebüro! Reisebüro? Augenblick mal, da ist etwas. Reisebüro Himmelreich, ja, ein Reisebüro Zimmer? Ja, Reisebüro Himmelreich, ein Zimmer. Reserviert für Frau Himmelreich Reserviert persönlich. Reserviert für Frau Himmelreich persönlich. Wie bitte? Ja. Ach. Die Himmelreich hat sich persönlich ein Zimmer reserviert. Das ist eine Katastrophe! Unfasslich! Entschuldigen Sie, Herr Storze, kann ich Sie mal einen Augenblick sprechen? Nein! Nichts können Sie! Raus können Sie! Raus dürfen Sie! Raus müssen Sie! Verschwinden Sie! Die Himmelreich angelt sich das Schlosshotel. Ich muss sofort an den Wörthersee nach der Förster. Er kann was von mir erleben. Rudi! Da! Ja. Hier die Grasspur. Für direkt in den Stall. Ja. Ja, wird schon gefüttert. Guten Tag. Meine Brieftasche. Das ist ja eine Katastrophe. Schau mal. Keine Pässe, kein Geld, nichts mehr am Leib. Na, endlich befreit von den Fesseln der Zivilisation. Ja, was ist denn das? 2 Nachkarte. Ja, schau's, dass rauskommst du.
Aber liebe Dame, unsere Anzüge und Papiere sind ja da drin. Raus, habe ich gesagt, oder ich hol den Gendarm! Ich werde euch einsperren lassen wegen öffentlicher Schande! Ja, ihr! Raus, sag ich! Raus! Raus! Rudi, lass mich raus! Seid nicht weit weg! Dein Kopf ist zu groß. Achtung! Fertig! Los! Meine Damen! Gendarmerie! Sie sagen es, meine Dame. Komm! Und wo ist Ihr Pass? In einer Kuh. Das weiß ich nicht. Sie nicht, aber die Kuh. Und Ihre Passnummer? Aha. Sie wissen nicht mal Ihre Passnummer. Nee. Wissen Sie Ihre? Meine? Ich brauche meine Passnummer nicht zu wissen. Ich bin eine Amtsperson. Aha. Ich habe eine Idee. Passen Sie mal auf. Also, Sie rufen jetzt das Münchner Polizeipräsidium an und sagen, Grüß Gott, MPH 152. Ja, das ist nämlich meine Autonummer. MPH 152. Mhm. MPH 152. MPH 152. Ihren Führerschein? Bitte? Also in der Unterhose habe ich ihn nicht. Den sollten Sie aber immer bei sich haben. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Computer. Die Nummer steht im Fahndungsbuch. Hallo? Hier Inspektor Grassinger. Ich habe den Besitzer des Wagens, der auf der Fahndungsliste steht. Ja, Sie sind nebenan, es sind zwei. Ich werde Sie in Ketten legen lassen und nach Wien überführen. Bei mir bleibt kein Aktenzeichen XY ungelöst. Glück muss der Mensch haben. Die beiden Gangster haben mir noch genau gefehlt zu meiner Beförderung. Aber die Ehre, Herr Polizeipräsident Grassinger. Besser. Na, nun wissen Sie ja, wer ich bin. Ja, nun kann ich ja wohl auch Anzeige erstatten. Mein Wagen ist nämlich gestohlen. Tja, Kleider weg. Kleider weg. Dokumente weg. Dokumente weg. Auto weg. Auto weg. Nur Sie sind da. Ja. Und Sie bleiben auch hier. Ich verhafte Sie als Bandenrauschgeflüchtler. Los, Ihre Hände. Genau wie in einem Krimi. Das habe ich mir immer gewünscht. Ich habe gesagt, Ihre Hände. Na komm, Paul, los. Na, los, kommen Sie her. Meine Bitte. Hände? Gehen Sie her. Na, bedienen Sie sich. Danke. Diese verdammten Dinger. Ich meine, das ist ja sehr freundlich. Auf Wiedersehen. Halt, hier geblieben. Hilfe, Feuer, Brandstifter. Irrtum, freiwillige Feuerwehr. Halt, nicht aufhören. Ich brenne doch gar nicht. Hören Sie auf. Ja, da. Ja. Willkommen zurück aus der Hochkicherheits-Heiterkeitshölle. Ihr armen Schweine. Mehr kann ich dazu echt nicht sagen. Olli ist, keine Ahnung. Aber so richtig schlimm ist es bei dieser Szene hier geworden. Wow, wie spät ist es? Es ist genau, Ja, Olli.
Ich weiß, es ist kontraproduktiv, wenn ich euch hier als Zuschauer bemitleide, aber der Sender sieht das ja auch gar nicht gerne. Aber fick in der Hölle, was soll ich machen? Ich bin auch nur ein Mensch und keine beschissene Maschine. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr wirklich. Scheiße, ich weiß nicht, wie ich das heute noch gesund überstehe. Das ist naja, vielleicht haben wir ja alle Glück. Und, bitte, Peter? Nix, schon gut, Olli, alles klar. Oh! Ja. Ach du ja. Grüne Neune, wir sind ja schon drauf. Ja. Liebe Zuschauer, pardon, aber mal Hand aufs kleine Schläfersherzchen. Ne? Wann habt ihr zuletzt so gelacht? Also ich meine, wenn überhaupt jemals. Ich kann ja, wahrscheinlich als Uwe Barschel 87 seine Ehrenwort-PK gegeben hat. Bitte, Peter? Ja, nix, schon gut, Olli. Sag mal, wieso stehst du eigentlich da, wo ich immer stehe und ich da, wo du immer stehst? Naja, kann ich dir erklären. Während du kollabiert bist, hast du dich halt immer mehr und mehr rüber bewegt und mich nach und nach verdrängt. Das war dann irgendwann wie so eine ja, tektonische Verschiebung, so ein Kontinentaldrift. Nur viel schneller. Ja, ja, gut, sorry. Mir war von diesem grandiosen Gag-Trommelfeuer oft regelrecht schwindelig vor Vergnügen. Ne? Ich sag nur so, Mensch, Meier, hab ich heute wieder Chancen. Mir gefällt da jede, sogar auf Blöde. Gut, komm, Peter, tauschen wir einfach schnell wieder die Plätze. Nee, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Ich spiele hier nicht mit dir, Schwarzwälder Wetterhäuschen. Du bleibst jetzt schön dastehen und ich besetze mal die zentrale Schläfertsposition. Oh, na, wenn dir banale äußerliche Hierarchiesymbolik so wichtig ist. Nee, eigentlich gar nicht, aber dir ist die immer sehr wichtig und deshalb bleibt's jetzt so, Basta. Einfach nur traurig, liebe Zuschauer. Ne? Ganz im Gegensatz zu der herrlichen Harlekinade, die wir heute hier bestaunen dürfen. Das Erstaunlichste, selbst nach 46 Jahren wirkt die fulminante Prestissimo-Komik der tollen Tanten immer noch zeitgemäß und hat rein gar nichts von ihrer hintergründig satirischen Relevanz verloren. Ne? Schon der Anfang, als Rudi dem nassforschen Gartenmöbelverkäufer zeigt, wo der Bartel den Most holt. Hier! Sie kaufen also nicht. Vorhin haben Sie doch gesagt, ich möchte die Schaukel ausprobieren. Und ich habe sie ausprobiert. Wiedersehen. Bam! In your face, Hollywood-Schaukel-Nazi. Aber es kommt gleich noch viel besser. Gleich darauf foppt unser Rudi dann ein panneköpfiges Parkrichter und Polizisten gespannt. Das ist nur so eine Art hat. Herr Wachmeister, wollen Sie immer noch wecken? Ja, warum nicht? Sagen wir um 10 Mark. 10 Mark, einfach schon. Das wird Sie noch viel mehr kosten. Nein, Sie brauchen sich keine Mühe zu machen. Keine Amtshandlungsbeeinflussung. Sie werden zahlen. Sie werden lachen. Der Wagen gehört mir überhaupt nicht. Das ist doch großartig, oder? Der Wagen gehört ihm überhaupt nicht. Rudi Carrell, beziehungsweise sagen wir mal Rudi Rebel, ja, beweist dir, dass man dem Überwachungsstaat und seinen Exekutivorganen mit Cleverness und coolem Charme noch stets ein ganz gehöriges Schnippchen schlagen konnte. Olli, ich will doch wieder Plätze tauschen, sofort. Warum jetzt das? Weil sich auf meiner Position, ja, dein Köttelklamau kontaminiertes Kritikerhirn anscheinend noch 10-mal schneller in Wackelpudding verwandelt als üblicherweise sonst an dieser Stelle. Vergiss es, du blutleerer Leichengräber jeder Lustigkeit. Ich kann förmlich hören, wie die Zuschauer dich gerade laut beschimpfen da draußen, weil du uns wieder alles, aber auch wirklich alles kaputt machen willst. Ne? Nein, 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 nein. Ich bleibe schön hier. Ne? Ich kann nämlich auf jeder Position spielen. Sprechen. Mag sein, solltest du aber nicht. Du hast eben den wohl widerlichsten Chauvi-Primaten-Saufsong der Prä-Ballermann-Ära zitiert. Moment, du meinst aber jetzt wohl nicht, Mensch, Meier, hab ich heute wieder Chancen. Mir gefällt da jede Zuckerablede. Genau. Ein Lied über geistig gehandicapte Frauen, die Mann zur Not auch noch mal durch die Hecke zieht, Olli. Pfui.
Ja, dann hast du den historisch hölzernsten gespielten Witz seit der Erfindung des Trockenholzes als herrliche Harlekinade bezeichnet. Du hast aus Karel Rebel gemacht und die nuschelnde niederländische Napfsülze als Anti-Establishment-Avantgardisten bejubelt. Und davor hast du sogar bei der fürchterlichen Feuerlöscherszene genauso geisteskrank durchgegackert wie dieser immanent irrsinnsgefickte Ilja Richter. Schon wieder, hör auf! Ich kann, also besser kann man es einfach nicht machen, liebe Zuschauer, wirklich. Das meine ich. Selbst die brillanteste, komische Drehbuchidee ist am Ende immer nur so witzig wie die Darsteller, die sie umsetzen. Bevor uns aber jetzt unser Pointenlegastheniker von der PC-Partei noch weiter in die Pommes pupst, sage ich... Lieber mit den tollen Tanten tanken, als sich mit Peter Pröde zanken. Besser tolle Tanten als böse Onkel. Jetzt geht's rund, sprach der Sittich und flog in den Ventilator. Anschnallen, fertig machen zur zweiten Runde ins Ablachland. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Das ist das Ende. Jedes Ende hat einen Anfang. Diesmal ist der Koffer da. Wie ich die Laune des Schicksals kenne, sind bestimmt Kleider drin. Also erstmal weg von der Straße. Ja. Sind wir gerettet. Mal sehen. Entsetzlich. Hey, Rudi, da kommt einer. Der ist nicht standesgemäß. Aber der, wer ist es? Wollen Sie mitfahren? Sehr liebenswürdig von Ihnen, wir hatten eine kleine Panne. Ja. Ja, mit unserem Rolls-Roller. Na, bitte. Tja. Wohin möchten Sie denn? Ins Schlosshotel Nachtberg. Schlosshotel Felden. Und unser Köfferchen auch. Ja, ja natürlich, ja. Da. Gerne. Ja. Oh. Die Weiber sagen, ich heirate nie. Hat der Chef schon angerufen? Nein, aber wenn er anruft, dann kündige ich. Ein Chef, der nicht existiert, das ist ein Bandenchef und kein Hotelbesitzer. Mich macht das auch schon langsam nervös. Alle Anweisungen kommen telefonisch. Moment, man könnte doch ermitteln, woher diese Anrufe kommen. Wunderbar, das werde ich sofort in die Wege leiten. Unsere kleine Telefonistin scheint ein cleveres Mädchen zu sein. Ja, ja, ja. Du bist nicht mit Gold zu bezahlen. Bam, 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 bam. Hör endlich auf damit. Ach, lass mich doch. Ich finde ihn einfach hinreißend. Den Herrn Empfangschef. Den Schlager natürlich. Ach, was Quatsch, du bist verknallt in ihn bis über beide Stimmbänder. Du bist nicht mit Gold zu bezahlen. Oh. Ja, ich sehe schon wieder doppelt. Jause. Ja, vielen Dank. Oh. Jetzt wissen Sie, dass wir zwei sind. Ach Quatsch, dem glaubt doch keiner, was er sagt. Wieder zu viel getankt, was? Ja, bitte, André, kommen Sie mir, ich sehe wirklich doppelt. Total besoffen. Diesmal, André, diesmal bin ich wirklich ganz, ganz unschuldig.
So, das ist unsere Alarmanlage. Jetzt kann uns keiner mehr überrumpeln. Wenn die Tür aufgeht und das Glas herunterfällt, verschwindet eine von uns beiden sofort hinter dem Schrank. Verzeihung. Liebes Fräulein... Uschi. Ein reizender Name. Es tut mir leid, dass ich... Oh. Verzeihung, Herr. André. Ein reizender Name. Na, so schön ist er auch wieder nicht. Und dabei heißt es, Scherben bringen Glück? Wer weiß, vielleicht. Ja, kann ich etwas für Sie tun? Oh ja. Es handelt sich um einen bestimmten Anruf. Dieser Idiot. Ein Idiot ruft an? Na, der Hausdiener. Nicht nur, dass er doppelt sieht, er vergisst auch die Brötchen. Das muss alles ganz anders werden. Ich werde sofort veranlassen, dass Sie ordentlich verpflegt werden. Danke. André. Dann bleiben wir doch gleich beim Du, Uschi. Nun ja, der Anruf. Ja, hör zu. Jeden Nachmittag um diese Zeit ruft jemand an, der sich mit den Worten meldet, hier spricht der Chef. Und das ist auch der ja, Chef? Ja, der neue Besitzer des Hotels, aber es kennt ihn niemand. Aufregend. Vielleicht könntest du rauskriegen, woher der Anruf kommt. Wir alle möchten gern wissen, wer unser Chef ist. Mach ich. Für Sie mache ich alles. Für Sie mache ich alles. Du sei ganz still. Erst lässt du mich alles ausbaden, dann klaust du auch noch die Brote. Hey! Wenn du noch einmal behauptest, ja, unsere Telefonistin sind zwei Telefonistinnen, schmeiß ich dich hinaus. Ja. Und Ihnen sage ich zum letzten Mal, dass wir kein Zimmer frei haben. Lügner! Erlauben Sie mal! Hier! Wo? Nummer 28, nicht belegt. Was? Nicht belegt? Nummer 28 ist belegt wie ein Sandwich in unserer Imbissstube. Und zwar von Frau Carina Himmelreich. Aber die Dame ist doch noch gar nicht hier. Die Dame kann aber jeden Augenblick kommen. Jeden Augenblick kann das Himmelreich über uns hereinbrechen. Verstanden? Oh! Das geschieht Ihnen recht. Die Himmelreich. Ruhe! Sie haben also kein Bett. Kein Bett? Ich habe 228 Betten. Nur leider liegt schon in jedem einer drin. Wissen Sie, was Sie mich können? Ja, ich weiß es. Ich kann Sie nicht unterbringen. Post für mich? Ja. Oh. Und zwar von der Hotelleitung mit den Rechnungen der letzten drei Wochen. Ausgerechnet heute? Ja, heute ist nämlich Samstag. Und zwar der dritte Samstag, an dem Sie nicht bezahlen. Fräulein Bronislawska. Unerhört. Ich verlange, den Hotelbesitzer zu sprechen. Wozu? Ich werde mich über Sie beschweren. Da werden Sie wenig Glück haben. Der Hotelbesitzer bin nämlich ich. Ich werde bezahlen. Aber ich werde Ihr Hotel nicht weiterempfehlen. Wie Sie glauben. Nanu, die war ja so böse, als ob sie bezahlt hätte. Ja, allerdings. Hä? Ach so. Ich habe nämlich eingeredet, dass ich der Hotelbesitzer bin. Da war ihr natürlich klar, dass Sie mit weiblichem Charme nicht ums Bezahlen herumkommen. Natürlich nicht, da bin ich eisern. Wie geht's vom Bärlichen? Hm? Jetzt fällt mir erst ein, was der gemeint hat. Hm? Gäste. Gestände. Also bitte sehr. Sie brauchen mich nicht tragen. Oh, bitte, bitte. Es war mir eine Ehre. Ah, ja. So, junger Mann. Hm? Wiedersehen. Ach. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich habe Angst. Ich fühle mich wie im Himmelreich. Himmelreich, wenn Sie sich einen Augenblick bitte gedulden würden. Lauter verrückte Leute. Rudi, was sollen wir denn in dem Hotel? Du musst mit München telefonieren und ich möchte etwas essen. Aber wir haben doch kein Geld. Mit Geld kann jeder telefonieren und essen. Man wird uns rausschmeißen. Eine Dame wie mich schmeißt man nicht raus. Herr Poldi! Ja? Frau Himmelreich! Frau Himmelreich ist... Mit einem Riesenschlitten! Ja! Mit einem Riesenkoffer aus Paris! Aus Paris? Na, ja. Was habe ich gesagt? Ja. In Begleitung. In Begleitung? Ein Herr? Nein, nein, eine Dame. Ach so, ja. Oh. Oh. Madame. Grüezi wohl am Wörthersee. Sie sind Schweizer? Nur wenn ich aufgeregt bin. Im Allgemeinen bin ich ganz trocken. Madame kommt spät, aber je später der Frühling, desto schöner die Gäste. Wir hatten Schwierigkeiten mit der Polizei. Oh, das tut mir aber leid. Hauptsache, die Damen sind da. Ja, das ist für uns die Hauptsache. Paula, mein Engelchen, ich glaube, du wolltest telefonieren. Ja. In Ihrem Apartment. Es ist alles vorbereitet. André, Apartment 28. Ich hoffe, die Damen werden zufrieden sein. Wie könnte ich anders nach so einem charmanten Empfang? Augenblicklich willkommen schon.
Bitte, bitte, meine Damen. Johann Apartment 28. Darf ich bitten? Oh. Na, sie hat's scheinbar erwischt, was? Ja, das ist die Frau, von der ich ein Leben lang geträumt habe. Da hat er aber unruhig geschlafen. Was? Steht da nicht herum? Koffer aufs Zimmer bringen lassen, dunkle rote Rosen besorgen. 12 Dutzend. 12? 3. Passt es besser auf. 3. Bitte sehr. Fabelhaft. Ja, doch, doch. Dufter Schuppen. Aber, wir möchten hier so geldgierig sein, mein Kleiner. Und jetzt schickst du uns den Zimmerkellner. Du bist verrückt. Warum? Ich glaube, die verwechseln uns mit irgendjemandem. Natürlich, euch vielleicht mit Frau Babisch und Frau Strobelisch. Hm. Komm, ich gehe baden. Ich habe noch nie als Frau gebadet. Willst du mal eine Frau beim Baden zusehen? Danke, nein. Ich telefoniere und dann nichts wie weg. Fräulein, ja, Fräulein, verbinden Sie mich bitte mit München. Ja! Grüß Gott. Grüß Gott, Gott. Verzeihen Sie, meine Damen. Um diese Zeit haben wir nur kalte Küche. Dann machen Sie die Heizung an. Und bitte bringen Sie uns alles, was links steht. Verzeihen Sie, meine Damen, links stehen die Speisen und rechts die Preise. Das meine ich. Wir wollen alles, was links steht. Was rechts steht, nicht. Sie wollen alles, was links. Mensch, wenn ich bloß wüsste, mit wem die uns verwechseln. Komm, du, telefoniere. Fräulein, ja, verbinden Sie mich bitte mit München. Gnädige Frau? Fräulein, wenn ich bade, möchte ich keine Serviette, sondern ein Badetuch. Sehr wohl, gnädige Frau. Rudi! Lass das! Ich genieße es, eine Frau zu sein. Telefoniere. Fräulein, verbinden Sie mich! Gnädige Frau, die Blumen sind für Sie. Reizend, wirklich reizend. Oh, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Rudi! Jetzt werden wir erfahren, wie wir heißen. Keine Karte drin. Ich glaube, wir bleiben weiter anonym. Rudi, lass uns von hier verschwinden. Das ist doch viel hier, zu ge... Telefoniere. So, da wären wir. Was ist denn? Die linke Seite. Von der Speisekarte. Ja. Darf ich vielleicht servieren? Nein, machen Sie sich keine Umstände, das mache ich schon. Ja? Jawohl. Stehe. Ja. Machen Sie schon. Bring mir was zu essen. Nein, ich telefoniere. Nein, ich telefoniere. Fräulein. Ich werde wahnsinnig. Bitte bedienen Sie sich. Ja? Ja. Ja. Juhu. Gnädige Frau, bitte die Tücher. Ah. Gnädige Frau. Ich hoffe, die Größe passt. Wie viele Tücher wünschen, gnädige Frau? Fräulein, nun verbinden Sie mich doch endlich mal mit München. Fräulein, die gnädige Frau in der Wanne, schnell. Ja. Schnell. Oh. Weg. Ja? Na gut, weg. Rudi, du bist ja wahr. Der Kandidat hat 99 Punkte. Entschuldigen Sie. Oh, Sie haben aber wirklich Pech. Der Chef ist verreist. So? Wohin denn? Reisebüro exklusiv? Ja, ich bin am Apparat. Wer? Na, Sie sind mir aber einer. Also, Fräulein Eva, Sie müssen mir unbedingt helfen. Ja. Was? Nein. Der kann mir nicht helfen. Wo ist das Essen, das der Kellner gebracht hat? Psst. Er denkt nämlich nur ans Essen. Sehen Sie mal, und was ich brauche, das ist Folgendes. Wäsche, Kleider, einen Ausweis, Geld. Eva, es ist Samstagnachmittag. Wenn Sie den Laden geschlossen haben, dann fahren Sie sofort
in meine Wohnung und holen von meiner Wirtin den Anzug. Ich meine natürlich die Kleider. Ja, und dann kommen Sie schnurstracks hierher. Mein Gott, nehmen Sie sich einen Wagen. Bemieten Sie sich ein Flugzeug oder kommen Sie mit dem Fahrrad. Meinetwegen gehen Sie auch zu Fuß oder schwimmen Sie. Nein, ich bin nicht verrückt. Sie können wirklich machen, was Sie wollen, aber kommen Sie. Was ist denn los mit Ihnen? Ihre Stimme klingt ja so seltsam. Sind Sie vielleicht dem Chef begegnet? Ist er denn hierher abgereist? Er ist heute Morgen hinuntergefahren. Ins Schlosshotel Felden. Oh. Ein Arzt. Ich muss den Hotelarzt. Nein. Nicht nötig. Ja, ich kenne mich bei solchen Dingen aus. Miede und Büstenhalter öffnen. Wozu? Ich werde eine Herzmassage durchführen. Nein, nein. Hier wird nichts geöffnet und nichts massiert. Ich werde doch den Hotelarzt holen. Nein, nein, nichts holen. Meine Sekretärin hat öfter solche Anfälle. Und ich habe so meine eigene spezielle Behandlungsmethode. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Entschuldigen Sie, wenn ich helfen wollte. Sehr liebenswürdig von Ihnen und ich freue mich sehr, Sie durch Ihre Bekanntschaft kennengelernt zu haben. Oh. Weg, 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 weg. Oh. So steh ich hier als Quelle und weiß ich lieber doch den Arzt? Nein, das ist eine spezielle Behandlungsmethode. Weg, 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 weg. Es muss irgendetwas Fürchterliches mit ihm passiert sein. Was soll ich denn nur tun? Das, warum dieser Herr Sie gebeten hat. Aber wie komme ich denn jetzt an den Wörthersee? Wenn Sie... Ich habe zufällig auch die Absicht, nach Felden zu fahren. Falls Sie mit meiner Gesellschaft Vorlieb nehmen wollen. Sie sind ein Engel. Nein, nein, ich habe keine Flügel. Ich habe nur ein altes Auto. Dann mache ich den Laden dicht. Darf ich mal telefonieren? Aber natürlich. Danke. Hier spricht der Chef. Jawohl, bitte sehr, den Chef, Potti. Einen Augenblick bitte, ich verbinde. Der Chef. Hier Schlosshotel Felden. Können Sie bitte feststellen, von wo der Anruf kommt, der soeben bei uns läuft? Wie bitte? Oh, der Herr Chef komme persönlich. Ja, ja. Augenblick, ich muss nur hier um die Blumen. Der große Unbekannte. Na, na endlich. Nein, ich wollte sagen, endlich ist es nun vergönnt, von Angesicht zu Angesicht. Ja. Und darf man fragen, wann der Herr Chef erscheint? Wie bitte? Ja, ja, das ist noch ungewiss, gewiss. Danke. Ich hab's. Zeig her. Nein, das sage ich ihm. Ein Anruf für Sie, gnädiges Fräulein. Bitte. Bronislawska? Ah, du bist es, Liebling. Endlich. Von wo sprichst du? Sie hätten mich am Zoll fast erwischt. Aber natürlich komme ich, sobald ich kann. Du! Der Kerl, von dem ich mir das Auto geborgt habe, hat seinen Führerschein drin vergessen. Wenn ich mir den Bart abrasiere, sehe ich ihn fast ähnlich. Also mit dem Führerschein komme ich glatt durch. Ja, noch was. Du musst unbedingt Geld auftreiben. Wir sind vollkommen blank. Wie stellst du dir das vor? Ich sitze hier seit 3 Wochen und warte, dass du kommst und zahlst. Ja, ich könnte es ja vielleicht versuchen. Ich hab's. Heute ist ein steinreiches Weibchen angekommen. Eine gewisse Frau Himmelreich. Die könnte ich einmal um ein paar Scheinchen ärmer machen. Ist ja so feucht hier. Ausgesprochenes Seeklima. Wieso bade ich? Du bist in Ohnmacht gefallen. Hä? Und zuerst habe ich es versucht mit der Brause, mit warmem Wasser. Und gelungen ist es mir mit dem Eiskalten. Was? Nicht wieder. Du, jetzt weiß ich auch, warum ich umgekippt bin. Mein Chef ist hier. Sagen Sie, André, könnten Sie dann später für eine Stunde die Rezeption für mich übernehmen? Sie werden doch nicht etwa schon ein Rendezvous mit der Reisebürobesitzerin haben? Noch nicht, aber ich werde Sie zu einer romantischen Bootsfahrt einladen. Casanova, natürlich mache ich das. Danke. Guten Tag. Hallo! Was heißt denn hier Hallo? Hallo heißt, hier ist jemand, um den Sie sich zu kümmern haben. Denkste. Was heißt denn Denkste? Denkste heißt, dass hier niemand ist, der sich um Sie kümmert. Hallo! Bitte. Klopfen Sie hier nicht herum. Das ist die Rezeption eines anständigen Hotels und kein Klopfbalkon. So, das glaube ich nicht, dass hier ein anständiges Hotel ist. Warum? Weil Sie hier der Portier sind. Mm.
Irrtum. Das ist sogar ein sehr anständiges Hotel. Und wissen Sie auch warum? Nein, warum? Weil sowas wie Sie hier als Gast nicht in Frage kommt. Adieu. Sagen Sie mal, Sie wissen wohl nicht, wer ich bin. Nein, und ich möchte es auch gar nicht wissen. Sie werden mich noch kennenlernen. Das halte ich für ausgeschlossen. So, und jetzt möchte ich den Hotelbesitzer sprechen. Wozu? Der kann Ihnen auch kein Zimmer beschaffen, mein Herr. Wir sind nämlich besetzt wie ein Klo in der Traubenzeit. Ich werde mich beschweren über Sie. Wissen Sie, was mich das kostet? Hoffentlich Ihre Stellung. Nein, einen Lacher. Ihnen wird das Lachen schon noch vergehen. Stoßen Sie hier keine düsteren Prophezeiungen aus. Übrigens. Bin ich jetzt privat? Mensch, wenn ich bloß wüsste, ob Eva das auch alles mitgekriegt hat. Das ist mir völlig egal. Ich muss jetzt endlich einmal etwas zu essen bekommen. Mein Chef! Verfolgungswahn. Wie soll er wissen, dass du hier... Hier rein! Guten Tag. Ich hätte eine Bitte. Was kann ich für Sie tun, mein liebes Kind? Ich wollte Sie fragen, ob ich Ihren Balkon benutzen darf. Ich möchte nämlich gern nackt sonnenbaden. Aber selbstverständlich. Darf ich Ihnen auch vielleicht behilflich sein beim Einölen? Danke. Schön hier. Sagen Sie, Eva, mögen Sie mich eigentlich? Aber natürlich. Das wissen Sie doch. Ich meine, könnten Sie sich vorstellen... Und bringen Sie mir das auch noch? Ja. Oh, verzeihen Sie, meine Dame, aber das ist sehr sättigend. Ach so, dann nicht. Dann lieber von diesem hier. Zweimal. Jawohl, zweimal. Bitte? Nein, nein, das lassen Sie hier. Ich lese gerne vor dem Essen ein bisschen. Ach so, ja. Was? Ja. Laute verrückte Leute. Hallöchen, ihr
ihr Hübschen. Da bin ich doch eben wohl mal vor Lachen so gar kurz ohnmächtig geworden. Oder hast du vielleicht eine Ahnung, warum ich sonst so plötzlich das Bewusstsein verloren haben könnte, Petra? Nein, Olivia. Ich meine, dir wird hier im Studio ja wohl kaum jemand Haarspray ins Gesicht gesprüht haben, um dich zu betäuben. Köstlich. Als wenn jemand mit Haarspray betäubt werden könnte. Obwohl das meine juckenden Äuglein erklären würde. Ach was, die jucken doch nur von deinem Sturz, Olivia. Davon lassen wir uns doch jetzt nicht die gute Laune verderben. Nein, 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 Ivo, Petralein. Apropos, wie kommt es eigentlich, dass du, obwohl du den heutigen Film ja so aberartig schlecht findest, jetzt so prächtig aufgelegt bist und hier immer noch als Trümmertransvestit rumstehst? Oh, das liegt wohl daran, Oliver, dass du damals persönlich hinter meinem Rücken diesen perfiden Kostümpassus in meinen Schläferz-Knebel-Vertrag verankert hast, der mich gegenüber Tele5 formal juristisch zu der ganzen Mummenschanz-Scheiße verpflichtet. Ja, das stimmt nicht, Herr. Sonst müsstest du nämlich dem Sender ein sehr hohes Strafgeld bezahlen. Ja, ja, dieser Passus, den du ja, ne, naturblöd wie du nun mal bist, bei der Vertragsunterzeichnung glatt überlesen hast. Ja, komm jetzt, schwamm drüber. Hä? Wie du schon sagtest, davon lassen wir uns die Laune jetzt nicht trüben, Peter. Hä? Spann uns nicht länger auf die Folter. Was war denn dein komödiantisches Highlight im zweiten Teil der Tanten? Schwer, Olli, ganz schwer. Aber wenn ich mich festlegen müsste, dann entweder die Brüller-Szene als Beppo, der bumslustige Schwerstalkoholiker-Page, diesem notgeilen Chris Roberts Stalker-Bückstück und ihrer Schwester, na, den zwei blutjungen, blonden Telefonistinnen-Twins, da als Beppo denen ein Glas Milch bringt. Du bist nicht mit Gold zu be- Ja, ich seh schon wieder doppelt. Jause. Fand ich super. Das Jause. Das hat mich nämlich tonal so ein bisschen an diese komplett zerhackten Grady-Schwestern aus Shining erinnert. Weißt du, Olli? Die kleinen süßen Mädchen, die da verstümmelt wurden. Die dem kleinen Danny auf dem Flur zurufen. Komm und spiel mit uns, Danny. Für immer und immer. Ich verstehe den Zusammenhang jetzt zwar überhaupt nicht, aber ist ja auch egal, nicht? Was war denn deine andere lustige Lieblingsszene? Also ganz eindeutig die, wo der Ilja steif nach hinten umkippt, als er da nämlich... Da erfährt, dass ein cholerischer Chef, der alte Storz vom Reisebüro exklusiv, auch im Schlosshotel Felden angekommen ist. Ach ja, bitte, das müssen wir uns doch mal anschauen. Ey, da haben wir doch alle ganz fest die Daumen gedrückt, dass Iljas zentrale Leitstelle danach irreparabel gestört bleibt, oder? Wie meinst du das jetzt? Dafür hat, glaube ich, keiner fest die Daumen gedrückt. Ja, Olli, oder dass ihn danach zumindest Rudis kumpelhaftes Hotel-Waterboarding zerebral endgültig ausknipst und Paul Ilja Förster, du mit viel Glück, den Rest des Films als sabberndes, hirntotes Wrack stumm am Wörthersee gehockt und Uferschlamm gegessen hätte. Zusammen mit dem Drehbuchautor. Also bei der Vorstellung habe ich mich königlich amüsiert. Kam dann aber leider anders. Liebe Zuschauer, das, was mein teuflischer Kollege an diesem Film lustig findet und das, worüber wir heute gemeinsam herzhaft lachen können, liegt offenbar so weit auseinander wie Angelina Jolie und Brad Pitt schon vor rund einem Jahr im Hotelbett. Unüberbrückbare Differenzen mit Peter sollten uns aber nicht davon abhalten, die luftig leicht dahingetupften glattwege Louis de Funesken Kapriolen eines Gunther Philipp und eines Hubert von Meyerink zu würdigen. Bitte sehr. Ich werde mich beschweren über Sie. Wissen Sie, was mich das kostet? Hoffentlich Ihre Stellung. Nein, einen Lacher. Ihnen wird das Lachen schon noch vergehen. Stoßen Sie hier keine düsteren Prophezeiungen aus. Übrigens. Meisterhaft, was? Wie die kompromisslos komische Instinktschreibe des Drehbuch-Doyens Kurt Nachmann von diesen beiden absoluten Ausnahmemimen noch veredelt wurde. Also,
Wow, eine andere himmlische Hochleistungs-Hanswursterei war dann ja noch dieser Moment. Als man Olli K. hier rechts im Bild fast zum zweiten Mal in nur einer Sendung völlig zu Recht Haarspray ins Gesicht gesprüht hätte. Aber der alte Deeskalationsfuchs erkannte die Gefahr, beendete ad hoc sein selbstzufriedenes Geblubber und leitete noch rechtzeitig in den dritten Teil des tolle Tanten Totalschadens über. Und zwar mit den Worten: Es geht weiter, liebe Zuschauer. Wir wünschen Ihnen nun wieder recht gute Unterhaltung beim Spielfilm Ihrer Wahl auf Deutschlands wohl beliebtestem TV-Sender, Ihrem Tele 5. Geil ist leider anders besser. Bitte, kommen Sie doch mal her. Ja, bitte. Ich möchte gerne den Hotelbesitzer sprechen. Den Hotelbesitzer? Ja. Da kommt er gerade. Ach. Der? Wie nett. Der? Ausgerechnet der? Ja, aber das weiß niemand außer ich. Habe ich mich ja schön in den Nesseln gesetzt. Aber, gnädige Frau, Sie werden doch jetzt nicht essen. Ich bitte Sie, warum soll ich ausgerechnet jetzt nicht essen? Nein, jetzt nicht. Wo auf dem See so eine eigenartige Stimmung herrscht, so romantisch, gefühlsanregend. Ich spüre nichts. Es ist eher appetitanregend. Junger Mann. Ja? Kommen Sie mal her. Ich habe eine Frage. Ja? Wer ist denn dieses Weibsbild? Die? Ja. Das ist eine gewisse Frau Himmelreich. Eine Reisebürobesitzerin. Eine Reisebürobesitzerin? Ja. Hölle mit der Himmelreich! Hä? Bitte sehr, meine Damen. Nein, 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 nein. Zurück in die Küche. Die gnädige Frau hat sich für die Bootsfahrt entschieden. Oh, pardon. Nein. Wie? Ich habe mich gar nicht entschieden. Sie sind so stürmisch, mein das Herr. Das ist so meine Natur. Was soll denn das aber? Nein. Hier kommen Sie, Madame. Kommen Sie, Madame, ich verspreche Ihnen ein einmaliges Erlebnis. Diese schinterhältsche Bestie, Bootspartie, da schließt sie natürlich mit ihm den Vertrag ab. Wie denn? Das muss ihm verteilzen werden. Sagen Sie mal, haben Sie vielleicht eine Bombe oder ein Torpedo? Im Augenblick nicht. Ja, dann haben Sie vielleicht einen Sägefisch, ja, oder einen Froschmann. Ja. Ein Sägefroschmann, den kann ich Ihnen beschaffen. Her mit ihm. Bitte? Das ist er. Ach, das ist er. Also hören Sie mal zu. Versenken Sie dieses Boot, bevor die beiden intim werden. Ich meine, bevor die beiden anfangen, überhaupt über intime Dinge zu sprechen. So. Ja, das ist für mich. Was? Und das ist für die Vermietung. Wieso? Und das da hier, das ist für den Sägefisch. Nein, 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 nein. Das bin ich. Sie sind ein Sägefisch. Jawohl, Sägefisch. Ja, Sie sind ein Sägefisch. Ja. Gnädigste, fühlen Sie schon die Romantik? Wie bitte? Was ich spüre, ist überhaupt nicht romantisch. Nein, das werden wir gleich haben. Wie ist der werte Vorname? Der Vorname? Ach so, der Vorname. Marie. Marie. Zauber der Welt
Oder sie fährt immer zu mir und ich gebe ihr mein ganzes Leben, wenn sie bei mir bleibt für immer. Das ist alles sehr schön, aber ich habe Hunger. Ich auch, ich kann mich gar nicht satt sehen. Sie schmeicheln. Ich kann nicht ohne sie sein, meine Mary. Spüren Sie jetzt die Romantik? Ja, natürlich, neben Ihnen. Die Berge, ein Traum. Nicht? Ja, ja, nur mein Magen. Ach, der Magen. Das Auge ist auch wichtig und das Herz. Das Herz, wenn es für einen anderen schlägt, nicht wahr? Aber gegessen muss auch werden. Ja, ja. Kommt alles, kommt alles. Roland, bleib hier, ich hole Hilfe. Frau Himmelreich bewohnt das Apartment 28. Aha. Die gnädige Frau ist aber ausgegangen. Sie meint wohl, die gnädige Frau ist untergegangen. Wie bitte? Ja, schon gut, mein Kind. Aber die Sekretärin der gnädigen Frau ist zu Hause. So, die Sekretärin ist zu Hause. Verzeihen Sie, mein Fräulein, dass ich hier so formlos eindringe. Chef? Chef? Ja, ich weiß, Ihre Chefin ist momentan nicht momentan. Aber ich wollte ja auch eigentlich Sie sprechen, mein Fräulein. Ja, bitte? Ja, bitte? Ja, ich wollte Sie nur ersuchen, mir ein Rendezvous mit Ihrer Chefin zu arrangieren. Meine Chefin? Ja. Ja, ich weiß nicht. Oho, es soll ihr schade nicht sein. Aber Sie müssen mir versprechen, dass die ganze Angelegenheit unter uns bleibt. Natürlich. Es handelt sich um eine rein geschäftliche Angelegenheit. Ah, ja. Ein Angestellter von mir, ein gewisser Paul Förster. Hä? Sie kennen ihn? Oh. Ach ja, natürlich, er ist aus der gleichen Branche ja, wie Sie. Ja. Darf ich? Bitte. Danke. Hm. Übrigens haben Sie nichts versäumt. Er ist einer der größten Idioten von der ganzen Welt. Hä? Ja, natürlich. Was halten Sie davon, wenn ich dieses Rindvieh hinausschmeiße und Sie dafür engagiere? Oh. Man macht ja nichts. Aber ich will Ihrer Chefin selbstverständlich nicht zu nahe treten und zahle Ihnen das Doppelte. Mm. Ganz zu schweigen von gewissen anderen Möglichkeiten. Mm. Nein, ich möchte nicht, dass ein Kollege zu Schaden kommt. Wie heißt Ihr Angestellter? Ach, reden wir doch nicht mehr von diesem Idioten. Doch, reden wir von dem Idioten. Sie dürfen ihn nicht entlassen. Hm? Also schön, wenn Sie mir ein Rendezvous mit Ihrer Chefin arrangieren, dann bekommt dieser Ochse sogar Gehaltserhöhung. Oh, na gut, na
Mal sehen, was sich machen lässt. Also gut. Ich erwarte Frau Himmelreich zum 5 Uhr Tee in der Kellerbar. Ich werde Sie Ihnen zum 5 Uhr Tee in der Kellerbar servieren. Oh. Entzückend. Ich verlasse mich auf Sie. Oh, Sie sind verlassen. Ach, ich meine natürlich, Sie können sich auf mich verlassen. Adieu. Adieu. Lauter verrückter Leute. Das habe ich kommen sehen. Weißt du, wer hier war? Nein, ich möchte es auch gar nicht wissen. Ich habe diese Geschichte endgültig satt. Nieder mit Frau Himmelreich. Nein, du hast heute Nachmittag ein Rendezvous. Mit wem? Mit meinem Chef. Der ist nicht genau mein Typ. Rudi! Meine Existenz steht auf dem Spiel. Wenn du dich heute Nachmittag nicht mit ihm triffst, dann fliege ich raus. Also meinetwegen. Das heißt, deinetwegen. Lauter verrückte Leute. Azzurro, so hieß der Himmel für Verliebte, denn Azzurro heißt blau. Azzurro, so hieß die Welt für mich, wenn tief ich in die Augen dir schau. Ich merke es immer schlimmer, wie es ist, wenn du mal nicht bei mir bist. Azzurro, so hieß mein Leben, weil ich Azzurro bin, wenn du mich küsst. Das Mädchen Carina war schön wie ein Stern am Himmelszelt. Das Mädchen Carina war meine erste große Liebe, die ich fand auf dieser Welt. The world and the eye. Just tap yourself to my lips, to my arms, your smile is all fine. After all, the planet of love that exists in the world could never buy what I can give. Just tap yourself to my lips, to my arms, and then let freely start to live. That you care if you say you love me madly, I'm gladly with that. That kid puppet on the street. Love is just like a merry-go-round without the fun and the fan. I may win on the roundabout. That kid puppet on the street. That kid puppet on the string. Pat the dream of wing, blood comes in tune. Just follow me new, and I sing to myself. Lolli lolo, schick wie die kleine Jane, schön wie die Aphrodite seins in Athen. Alles zusammen, das nenn ich ideal, so nicht anders ist Lady Karneval. Schön, dass Sie da sind. Darf ich bitten? Wollen Sie mich schon wieder zu einer Bootsfahrt einladen? Oh, meine Gnädigste, ich hätte gar nicht...
zu hoffen gewagt, dass Sie meiner formlosen Einladung Folge leisten würden. Bitte schön. Wie war doch bitte Ihr allerwertester... Wie bitte? Ihr allerwertester Name? Ach so, mein Name. Ach, mein Gieße, der Name ist Schall und Rauch. Sie haben zwei Namen. Ach, ist das interessant. Immer originell, meine Nächste. Mir genügt es zu wissen, dass Sie Carina heißen. Einen schönen guten Abend. Womit kann ich dienen? Ach, können Sie bitte die Rosen wegstellen? Rosen. Warum? Damit genügend Platz zum Essen da ist. Oh. Hoffentlich ist er hier abgestiegen. Ich weiß sonst nicht, wie ich ihn finden soll. Wenn er hier was erledigen soll. Kommen Sie mit rein? Viel zu feiner Laden. Ich bin gleich wieder da. Was wollen Sie hier? Nichts. Das würde ich ja dann auch nicht raten, hier etwas zu holen. Denn erstens sind wir ausverkauft und zweitens geben wir an Gammler keine Zimmer ab, selbst wenn wir nicht ausverkauft sind. Geben Sie die Füße vom Tisch, wenn Sie mit mir reden! Ich rede aber nicht mit Ihnen. Weg! Schaff ich ihn! Tja! Bedauere, aber ein Herr Förster ist nicht bei uns abgestiegen. Paul Förster, vom Reisebüro Exklusiv aus München. Reisebüro Exklusiv? Ja. Es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht behilflich sein kann. Eigentlich sollte er schon hier sein. Kann ich dieses Köfferchen für ihn abgeben? Er muss ganz bestimmt kommen. Ach, selbstverständlich. Von wem? Was darf ich Herrn Förster... Nicht nötig, er weiß schon Bescheid. Poldi. Ja? Poldi, ich weiß, wie der neue Besitzer des Hotels heißt. Ja? Paul Förster. Hm? Na und? Nicht da. Ich habe den Koffer für ihn hinterlassen. Und was machen wir jetzt? In diesem Laden hier geben Sie uns doch keine Zimmer. Hier möchte ich auch nicht wohnen. Wenn ich meinem Chef in die Arme laufe... Fahren wir. Wohin? Ein Freund von mir hat in der Nähe ein Wochenendhaus. So, ja. Wer hat das bestellt? Bitte? Der Herr mit der Glatze, unten in der Bar. Mhm. Ach, Gebäck habe ich wieder vergessen. So. So, darf ich jetzt weitermachen? Ja, ja, jetzt können Sie servieren. Mir können Sie nichts vormachen. Sie sind sicher aus der Branche. Ach, aber gnädigste, lassen wir doch jetzt was geschenkt. Trinken wir lieber. Nein, nein, jetzt essen wir. Mir ganz wenig. Nein. Dafür mir also umso mehr. Sehr gern, Madame. Donut the Samba Disco. Donut the Samba Disco. Donut the Samba Disco. Donut the Samba Disco. Aber Madame, oh. Ist Ihnen was, Madame? Schon bin ich da, GV. Darf ich bitte gestatten noch? Who's bad?
Na, ihr süßen Schläferz, Schreikreisch und Brülläffchen daheim an euren von Lachtränen benetzten Flachwitzbildschirmen. Ist das eine belichtete Daueroffensive auf die schon früh erschöpfte Bauchmuskulatur? Es reißt einfach nicht ab. Die gehen nicht eine Sekunde mal vom Gaspedal. Ich sage nur, ja, sie sind ein Sägefisch. Und das da hier, das ist für den Sägefisch. Nein, das bin ich. Sie sind ein Sägefisch. Jawohl, Sägefisch. Ja, Sie sind ein Sägefisch. Ja, Sie sind ein Sägefisch. 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 Einfach zum Schießen, Olli. Echt. Der ganze Film, jetzt hat er mich auch. Jetzt hat er mich. Alles wunderbar. Also jede Menge Überraschungen, Spitzengags und super tolle Musik am laufenden Band. Ich meine, haben wir da etwa zu viel versprochen? Nee, Olli, diesmal wirklich nicht. Die tollen Tanten sind einfach eine Art Lebensgefühl, um das man zwar so nie gebeten hätte, aber das einen total elektrisiert. Ich muss zugeben, irgendwann bricht bei diesem furiosen Feuerwerk des fanatischen Frohsinns jedes noch so intakte Komik-Immunsystem dem ein. Man infiziert sich mit dem Tantenvirus, die Humorhelferzellen winken nur noch resignierend ab und man steht plötzlich schutzlos da und fängt völlig grundlos an zu singen. Du bist nicht mit Gold zu bezahlen, du bist viel zu alt und senil. Du bist nicht mit Gold zu bezahlen, selbst 1,10 € wäre mir für dich zu viel. Auch du bist nicht mit Gold zu bezahlen, wer dich kennt, weiß sofort warum. Auch du bist nicht mit Gold zu bezahlen, denn du bist fett und du riechst aus dem Mund. Immer wenn du da bist, wünsch ich mir, dass du weg wärst. Wenn ich dich nicht sehen muss, fühle ich mich richtig gut. Jetzt läuft's hier aus dem Ruder. Bist doch für mich wie ein Bruder. Chris Roberts wär von diesem Scheißdeck sicher schwer enttäuscht. Machen wir's aber schön, ja? Natürlich. Du bist nicht mit Gold zu bezahlen. Wer Schläferz guckt, der weiß es genau. Du bist nicht mit Gold zu bezahlen, du bist für mich die richtige Frau. Du bist für mich die richtige Frau. Ach, mein Mäuschen. Jetzt, wo dich endlich keine verstörenden, bestialisch-sadistischen Horrorfantasien mehr plagen, wo du endlich auch begriffen hast, mit welchem Meilenstein von Lustspiel wir es heute hier zu tun haben. Weiß Gott. Und du nun mit uns allen zusammen die klare, reine Luft unschuldiger, aber auch unglaublich lustiger, ewig gültiger Familienunterhaltung atmen kannst. Hm. Also sag mir doch noch rasch, wann hast du gespürt, dass deine vergebliche Verteidigungslinie gegen das vollkommene Vergnügen, also so langsam Löcher bekommt. Ich weiß, was du meinst. Also in Sachen Trinkspiel liefert der Film ja auch sehr amtlich ab. Ich glaube, nach dem Gefühl 20. am Just a Sweet Transvestite am Wörthersee bin ich innerlich irgendwie elastischer geworden. Und als dann der Herr Poldi mit dem Transenrudi in diesem frei erfundenen Nachtclub so ulkig gemeint getanzt und rumgespastet hat, bis der Rudi den fummelfreudigen Herrn Poldi irgendwie zurechtweisen musste, während ja im Hintergrund ganz eindeutig der junge Bruce Darnell mit den alten Haaren von Gesine Schwan und offensichtlich bei einem Lidschatten-Weltrekordversuch so, nicht gesungen, aber so atonal rumgejallert hat, als hätte er sich schlimm die Nüsse geklemmt. Du, da dachte ich mit einem Mal, also das ist doch insgesamt ein wirklich gelungener Film. Oh, verstehe ich 100%ig, Peter. Ich meine, wann soll man diesem Film denn auch allerspätestens erliegen, wenn nicht bei dieser Szene? Ja. Also, by the way, wusstest du eigentlich, dass der Part als tolle Tante tatsächlich die erste deutsche Filmrolle unseres legendären Showmaster und Entertainer-Giganten Rudi Carrell war? Nein. Ja. Nein. Doch. Das ist doch nicht möglich. Und dann hat er da so ein Brett abgeliefert damals. Yes. Was für ein verdammter Überflieger, dieser Niederländer. Ja, ja.
Jetzt erinnere ich mich auch. Rudis Leitspruch im Showbiz war doch immer aufhören, bevor es peinlich wird. Klar, klar, klar. Aber wenn man dann schon so angefangen hat, ne, also da setzt man sich natürlich selber in Sachen Meisterschaft und Qualität so unter einen unmenschlichen Leistungsdruck. Oh. Ja? Und unter den wollen wir Sie, liebe Zuschauer, jetzt übrigens auch wieder setzen. Die tollen Tanten kommen noch einmal ganz heftig. Und wer weiß, vielleicht erfahren wir im Finale Furioso auch noch, ob man Menschen wirklich mit Haarspray betäuben kann. Und warum überhaupt? Hä? Ilja, Rudi, bitte melden. Ja, aber Ihr Freund ist ja gar nicht zu Hause. Das spielt keine Rolle. Aber wir können doch hier nicht so einfach eindringen. Doch, wir können. Und zwar mit diesem Schlüssel. Da drin ist die Küche, falls Sie Hunger haben sollten. Sie kennen sich hier aber gut aus. Mhm. Sie sind oft hier. Manchmal. Manchmal. Wenn Sie zufällig mit einem anderen Mädchen unterwegs sind, hm? Wir können natürlich versuchen, doch noch woanders ein Zimmer für Sie zu bekommen. Nein, so habe ich das nicht gemeint. Haben Sie Hunger? Warum? Weil ich dann vielleicht eine Kleinigkeit zu essen habe. Keine schlechte Idee. Ich wünsche Fräulein Bronislawska zu sprechen. Wen darf ich melden? Förster. Paul Förster. Das ist nicht möglich. Wieso ist das nicht möglich? Paul Förster vom Reisebüro Exklusiv? München? Ja. Von wo denn sonst? Es ist uns eine Ehre, Sie begrüßen zu dürfen, Herr Förster. Ich werde selbstverständlich sofort ein Zimmer für Sie freimachen. Fräulein Bronislawska. Das geht selbstverständlich in Ordnung, Herr Förster. Wir hatten ja keine Ahnung, dass das Ihr persönlicher Gast ist. Es wird Ihnen höchstwahrscheinlich auch lieber sein, ein Zimmer neben Fräulein Bronislawska zu bekommen. Natürlich. Aber machen Sie schnell, ich bin hundemüde. Aber selbstverständlich. Ach ja, dann ist hier noch ein Köfferchen für Sie abgegeben worden. Für mich? Mhm. Aha. Naja. Rudi, irgendwann muss ja Eva mit meinen Sachen kommen. Bis dahin bin ich verhungert. Ja, was willst du denn tun ohne Kleider? Oh, geh zum nächsten Nudistencamp und verlange etwas zu essen. Aber am Wörthersee gibt's doch gar keine Nudisten. Dann schwimme ich in See hinaus, schrei um Hilfe und lass mich retten. Ein Ertrinkender kann nackt sein. Nicht vor, mein Liebling. Ich gehe in den See. Rudi, bitte nur bis morgen früh, bis ich den Vertrag mit dem Schlosshotel unter Dach und Fach habe. Mein Magen kann auf die Verträge der Firma Exklusiv keine Rücksicht nehmen. Das Mädchen Carina war schön wie ein Stern am Himmelszelt. Das Mädchen Carina. Ich wusste gar nicht, dass der Storch so gut singen kann. Ständchen. Lächerlich. Aber er wird wenig Erfolg damit haben. Wieso? Er steht nämlich auf der Kiste mit dem Seefeuerwerk. Und Sie haben? Ja, ich habe. War meine erste große Liebe, die ich fand auf dieser Welt. War meine erste große Liebe, die ich fand. Was soll denn das? Das ist ja unerhört! Wenn ich hier... An was denken Sie jetzt? An Ihren Freund, was er wohl sagen würde, wenn er wüsste, dass ich seine Gastfreundschaft in Anspruch genommen habe. Er würde wahrscheinlich bedauern, diesen Abend nicht miterlebt zu haben. Danke. Das bezieht sich auf das Essen. Sie kochen überraschend gut. Danke. Sie werden müde sein. Ich muss noch das Geschirr abwaschen. Das ist meine Sache. Ich mache das hin und wieder ganz gern. Gute Nacht. Gute Nacht.
Also, in Ihrem Stall haben zwei Nackerte die Töpfe zerschlagen. Und ja, und die Töpfe, die sind... Bitte schön, seien Sie ruhig. Ich kombiniere. Und Sie... Inspektor Gassinger? Oh, ergebensten. Ja, ich notiere. Die Spur der Haschischschmuggler. Ha, ich bin bereits auf derselben. Töpfe, Kühe, Nackerte. Nein, ich bin nicht besoffen, ich bin auf der Spur. Ah, ich verstehe. Die Spur führt direkt zu einer verdächtigen Frauensperson im Schlosshotel Felden. Ich werde mich sofort auf sie setzen. Nein, nicht auf die Frauensperson. Nein, direkt auf die Spur. Aber Herr Inspektor... Bald werden Sie zu mir Herr Präsident sagen können. Nützt doch alles nichts. Ich muss zu Männerkleidern kommen und den Vertrag mit dem Hotelbesitzer abschließen. Ach, das haben wir doch schon 100 Mal besprochen. Bald wird der Kellner hereinkommen und dann... Adieu. Sag mal, und du glaubst wirklich, dass man ihn mit Haarspray betäuben kann? Ich kenne keinen Haarspray, von dem man nicht betäubt wird. Psst, der Kellner kommt. Du raus, sie rein. Komm. Oh Mann, ein Gewicht hat die. Eins, zwei, drei. Ja. Dieser Paul Förster scheint der echte Besitzer des Hotels zu sein. Ist doch völlig egal, wer er ist. Hauptsache, wir haben sein Geld und den Pass. Und wenn der echte Förster auftaucht? Dann sind wir längst verschwunden. Ich denke, du packst mal, Schätzchen, nicht? Er kommt. Es ist überraschend. Da, da. Hallo. Meine Damen, das Frühstück. Endlich Klamotten. Aber wieder nicht so essen. Na dann. Komm. Ja. Wachablöse. Na endlich. Hallo. Jetzt hast du die ganze Nacht Dienst gemacht und bist viel frischer als ich. Wenn ich eine Arbeit mache, dann mit vollem Einsatz. Fabelhaft. Und jetzt willst du weiter Dienst machen? Selbstverständlich, das ist eine Kleinigkeit für mich. Mach's gut. Wenn ich eine Arbeit mache, dann mit vollem Einsatz. Du bist gemein. Hallo? Frau Himmelreich? Einen Moment bitte, ich verbinde. Das sitzt wie maßgeschneidert. So. Frau Himmelreich ist nicht in Ihrem Appartement. Ich werde Sie ausrufen lassen. Einen Moment, bitte. Küsse an. Bitte sehr. Frau Himmelreich, bitte ans Telefon. Telefon für Frau Himmelreich, bitte. Wo ist hier das Telefon? Dort. Ja, Himmelreich? Hallo! Hallo! Ach, endlich erreiche ich Sie, gnädige Frau. Ich muss Sie nämlich dringend sprechen, gnädige Frau. Vielleicht würden Sie die große Güte haben und einen Augenblick auf die Terrasse kommen. Es ist wirklich wichtig, gnädige Frau. Allerdings werden Sie mich schwer erkennen. Ich bin durch das Feuerwerk gestern Abend etwas beschädigt. Ja, Kennzeichen bandagierter Kopf. Ja, bandagierter Kopf. Ja, gut. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass sich in diesem Hotel mindestens eine verdächtige Frauensperson herumtreibt. Also erstens treibt sich in unserem Hotel nie jemand herum und eine verdächtige Frauensperson schon gar nicht. Das sagen Sie. Sagen Sie. Jawohl, das sage ich. Wo ist hier die Terrasse? Ich habe das Gefühl, die Terrasse. Geradeaus links. Schönen Dank. Bitte. Ich würde interessieren mich. Außerdem verbinde ich mir Ihr Verdächtigung. Schluss aus. Basta. Lese mich. Was glauben Sie eigentlich? Ich als Behörde werde das besser beurteilen können als Sie. Hier sind verdächtige Frauenspersonen. Schmuggler.
aber der klare Menschenverstand muss Ihnen doch sagen... Der klare Menschenverstand sagt mir überhaupt nichts. Ich bin nämlich eine Behörde. Sie irren, hier wohnen keine verdächtigen Personen. Sie irren. Frau Himmelreich und Ihre Sekretärin sind äußerst verdächtig. Wieso? Die Damen sind nämlich keine Damen, sondern verkleidete Männer. Ach so, was? Aha, wo wohnen die? Bad mit 28. Wenn du jetzt schon ein Kellner bist, dann kannst du mir wenigstens etwas zu essen besorgen. Das wäre aber besser, du würdest dir auch Männerkleider anschauen. Hallo, ist da jemand? Hallo, wenn Sie da sind, melden Sie sich. Juhu, hier. Uniform ist besser als gar nichts. Habe ich eben mit Ihnen telefoniert? Frau Himmelreich? Allerdings. Ach, verzeihen Sie, gnädige Frau, aber ich sehe gar nichts. Ja, das Feuerwerk gestern Abend hat mich total blind gemacht. Bitte nehmen Sie doch Platz. Aber ich verstehe nicht. Ich muss mich nämlich bei Ihnen entschuldigen, wegen des Haken. Aber er war wirklich nicht Ihnen zugedacht. Einen Haken? Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Sie haben mir also verziehen. Ach, reden wir nicht mehr davon. Ach, ich habe schon gestern Abend geahnt, als Sie mir Ihr Dekolleté, ich meine, als Sie mir Ihr Abendkleid zuwarfen. Mein Abendkleid? Ja, gnädige Frau. Sie zeigten sich mir mehr oder minder unbekleidet. Ach, das war ein unvergessliches Erlebnis für mich. Und seit diesem Augenblick fühle ich mich... offenbar total verrückt. Das werde ich selbstverständlich sofort erledigen. Ich möchte den Hotelbesitzer sprechen. Das ist der Herr hier. Ach, entschuldigen Sie, mein Name ist Paul Förster vom Reisebüro Exklusiv, München. Was? Das ist ein Schwindler. Erlauben Sie? Das ist der Kerl, der sich als Sekretärin dieser Frau Himmelreich ausgegeben hat. Meine Sekretärin? Aber Sie sind doch nicht Frau Himmelreich. Und ob ich das bin? Halt! Das ist keine Frau! Das ist ein verkleideter Mann! Was fällt Ihnen denn ein? Na, das werden wir gleich haben. Was soll denn das? Ja, bitte aufhören! Danke. Ja, danke, ja. Au! Sie haben eine Behörde geschlagen. Schluss jetzt. Was für das? Mein Chef. Herr Förster. Lieber Herr Förster. Mein ganz besonders lieber Herr jetzt Förster. Jetzt nichts wie weg. Tantchen weg! Hallo. Oh, mein Uniform. Steht sie im Weg? Was ist da? Vorsicht! Oh. Lass mich durch! Weg! Pardon. Oh, da sieht ja schon wieder dieser Gammler. André, schmeißen Sie ihn raus. Oh. Ich habe jetzt über die Birne gekriegt. Können Sie meine Kopfschmerztablette verschaffen? Sofort. Danke. Danke. Ich sehe doppelt. Man hat mir das Gehirn gespalten. Also ich glaube, das ist kein Hotel, sondern ein Irrenhaus. Halten Sie den Mund und verschwinden Sie. Entschuldigen Sie, Chef, aber ich kann nichts für den Zwischenfall. Ja, schon gut, schon gut. Aber etwas anderes können Sie. Ich brauche etwas Kleingeld. Wie viel? 30.000. 30.000? Das reicht doch völlig. Selbstverständlich. Nein. Was nein? Selbstverständlich nein. Was erlauben Sie sich? Ich erlaube mir, hier der Chef zu sein. Was? Ja. Ah! Juhu! Ich, Hallo! Lassen Sie mich durch! Ja, was denn? Lauter Blöde! Jawohl! Natürlich ist das. Die zwei Vögel holen wir uns. Ja.
Natürlich wieder vorher tanken, Ziege. Wie sollen wir denn hier wieder rauskommen? Meinetwegen schwimme. Ich hab dir gesagt, wir sollen noch nicht abhauen. Schnauze. So, so. Bitte geben Sie mir Ihre Hände her. Erlauben Sie. Entschuldigen Sie, nicht übel nehmen, ja? Aber wir erlauben jetzt gar nichts mehr. Oh, Sie sind verhaftet. Wir nicht, die da. Ja. Nein, alle! Dazu möchte ich Ihnen noch etwas sagen. Denkste, Herr Polizeipräsident? Soll die Hochzeitsreise gehen? Ja, wie wär's mit den Bahamas? Bahamas? Einverstanden. Da wünsche ich aber glückliche Reise. Tja, jeder kommt dahin, wo er hingehört. Wo er hingehört. Ja. Ach, halt, 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 aufhören, halt! Hey, was soll das? Ja, laut. Jeder kommt dorthin. Wohin er gehört. Los, weg! Jawohl, Inspektor! Eine Frage, Ehefrau. Sind Sie wirklich noch zu haben? Ja, ich bin wirklich noch zu haben. Dann erlauben Sie mir, dass ich mit Ihnen den Sprung in ein gemeinsames Leben wage. Bin ich, oder? Das ist aber eine reizende Art zu werden. Prost, geliebte Braut. Mhm.
Da sind wir ja auch schon wieder zurück aus dem Lila-Lala-Land des Lachens, liebe Zuschauer. Hätten Sie Ilja Richter auch so gerne noch etwas länger mit freiem Oberkörper genossen wie ich? Hm? Oh, schaut ihn euch an. Er lacht sogar noch, wenn er bewusstlos ist. Wie süß. Ja, also das mit dem Haarspray klappt echt ganz hervorragend. Ich wusste doch, das hatte ich als kleiner Junge schon mal irgendwo mitgekriegt. Sag mal, und du glaubst wirklich, dass man ihn mit Haarspray betäuben kann? Ich kenne keinen Haarspray, von dem er nicht betäubt wird. Die Information war tief vergraben, aber sie war nie wirklich weg. Kuckuck. Ja, Kuckuck, wer ist denn da wach geworden, ne? Oh, Mann, ey, gib mir sofort das Haarspray, du Arschloch, Mann. Oh, so, es geht doch so nicht, Mann. Kannst du nicht alle 5 Minuten mich hinterrücks irgendwie wegballern? Hast recht, Olli, entschuldige, aber es macht einfach wahnsinnig Spaß. Ja, toll. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich von dem schönen letzten Teil alles mitbekommen habe. Hab nur noch so ganz surreale, schnelle Bilder im Kopf von einem fast nackten Inspektor Grassinger, der zur Hälfte in der Wiese steckt und sich dann, so wie dieses Eichhörnchen aus Ice Age, aus dem Boden gräbt. Scratch, ja. Völlig richtig. Das war so, Olli, das hast du eben gesehen und da hast du sehr, sehr gelacht. Ja, siehste, war aber auch sehr lustig. Ne? Und dass Rudi und Ilja dann schwimmend ein Motorboot verfolgen, dabei abgehen wie Michael Phelps mit eingebautem Amphetamin-Arscheinspritzer und das Boot noch locker einholen, das war... Ja, das hat genau so im Film stattgefunden. Die haben gegen Ende gerne mal solche Speed-Ups benutzt, ja, weißt du? Ja. Da hast du dann eben auch sehr, sehr gelacht. Ja. Dann habe ich das Ganze ja anscheinend auch während der Ohnmacht, also auf so einer Art zweiten Bewusstseinsebene mitbekommen. Genau, also im Grunde wie wir alle. Ja, also ein Glück, du. Denn das Ende... Also unsere zwei aus der Spaßbrauerei mit ihrem gelben Flitzer dann auch noch ausgerechnet in eine wirklich gut ausgeschilderte Steinschlagsprengung fahren und es dann ganz doll Bumm macht, ne? Und die beiden Knallerbsen dann rußverschmiert im Ex-VW Porsche sitzen. Also das Ende, das hätte ich auf gar keinen Fall verpassen wollen. Naja, dann ist ja alles noch mal gut gegangen. Und dafür, dass ich das Werksverzeichnis von Regisseur F.J. Gottlieb im Vorfeld las, wie die Anklageschrift in einem großen Filmverbrecherprozess, war das ja heute insgesamt doch mehr als versöhnlich. Mal abgesehen von diversen Christian Anders Großaufnahmen und seinen komplett trostlosen, hochdepressiven Liebesliedern. Ja, aber da freue ich mich, dass du das so sagst, ja? Peter. Also, dass du auch ab der Filmmitte wenigstens ganz viel Freude hattest, ne? Und da schwingt jetzt auch kein kleines bisschen Sarkasmus mit? Doch, natürlich. Also, der schwingt schon mit. Und zwar ganz erheblich. Der schwingt seit dem bescheuerten Titel mit diesem irren Anlacher mit. Ach, ist mir auch egal. Liebe Zuschauer, haben Sie etwa vor den Tanten gewusst, dass das entschlossene Laufen und Nachsitzen bei Verfolgungsjagden nur dann lustig ist, wenn man den Kopf dabei schieflegt? Ja, ein Ilja Richter beweist das eindrucksvoll. Halt! Mein Wagen! Los, weg hier! Natürlich ist das. Die zwei Vögel holen wir uns. Ja. Ja, oder? Tu mal bitte so, als würdest du jemanden verfolgen, Peter. Mach mal. Ach nee, also doch nicht im Sitz. Komm, mach es jetzt. Hast heute schon genug Minuspunkte gesammelt. So, los. Verfolg. Da, totale Scheiße, oder? Nicht komisch. So, und jetzt leg meinen Kopf schief. Hä? Kopf schief legen. Da, bumm, und schon ist es super lustig. Das sind halt so die kleinen Tricks und Kniffe solcher Komiker-Koryphäen. Klasse.
kannst jetzt übrigens wieder aufhören, Peter. Hm? Erstens ist es peinlich und zweitens wollen wir jetzt hier langsam auch mal Feierabend machen. Schließen aber, liebe Zuschauer, möchten wir mit einer Hommage an ein Tantenparty-Lied, das weniger die subalterne Stellung der Frau in den 70ern als vielmehr ein nahezu unverändert aktuelles Männerbild reflektiert. Ja, ein Lied, das heute auch durchaus partiell humanoide Zellhaufen wie das Willi Herren oder Jürgen Milski ihrem in duftenden Brechehaufen schwankendem Gröllpublikum im Bierkönig auf Mallorca vorplärren könnten. Ein Lied über die Anziehungskraft und die Majestät des modernen, selbstbewussten Mannes. Mensch, Meier, hab ich heute wieder Chancen. Alle Mädels blicken nur auf meinen Dicken. Doch da ich noch bei der Mutti wohn, schlaf ich bei ihr im Bett, wozu bin ich ihr Sohn? Ich hab schon früh gespürt, ich bin begehrenswert. Den ersten Sex hatte ich mit dem Elektroherd. Danach, da machte mich doch glatt der Toaster an. In dieser Nacht, da wurde ich zum ganzen Mann. Mensch, Meier, bin ich ein Casanova. Dachte ich bis heute als mein Therapeut. Mir sagte, das sei alles nicht real. Das sei nur Einbildung, ich hätte einen Knall. Oft betteln mich wohl nach 200 Weibern, ob ich es ihnen bitte mal besorgen kann. Wach ich dann auf, sag Mama, ich sollt mich was schämen und endlich wieder meine Scheißtabletten. Mensch, Meier, ich will nicht immer Mutti. Ich nehme mal jede, sogar Blöde. Aber halt, so blöd kann keine sein, dass sie sich einlässt mit so einem kranken Schwein. Einlässt mit so einem kranken Schwein. Yeah. Oh Gott, war das ein Gaul hier, liebe Zuschauer, hä? Super, oder? Ja, damit sagen wir dann jetzt auch endgültig Servus, all ihr feschen Schläferzbien und strammen Burschen. Bleibt's, wie ihr seid. Wir sehen uns wieder. Hallo, Peter. Sag mal, suchst du etwa deine dämliche Haarspraydose? Hm? Ach du Scheiße. Tja, da hat er sich wohl einfach zu sicher gefühlt. Aber nicht mit Kalki, Freunde, nicht mit der nachtragenden Bitch. wo war ich? Ach ja, wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem adventlichen Ausnahmefilm der Schläferz-Klasse A. Tschüss! Ha.